So, jetzt muss ich mal gewinnen. Ich gewinne immer seltener hier auf dieser Plattform. Ich gewinne sowieso generell sehr wenig im Schach inzwischen. Muss man neu. Oh Gott, seht ihr. E5. Den. E5 ist ungewöhnlich. Greif mal den mal an. Der spielt so ein bisschen seinen eigenen Stil hier, ne? Läufer G4 geht, glaube ich, nicht wegen Läufer F7, ne? Das ist bitter. Aber Läufer F5 müsste gehen. Na, er kommt Dame B3, E6, Dame B7, ne? Und dann stehe ich da. Scheiße. Okay, ich muss E6 spielen, nicht? Die Idee, Springer G6 natürlich, ne? Läufer E7, einfach weiterentwickeln. Jetzt muss ich B6 spielen, ja wahrscheinlich Dame E4, Läufer B7. Was sonst? Der Läufer steht auf C4 statt auf D3. Es gibt diese Stellung auch. Er kann natürlich jetzt hier nehmen. Droht er irgendwas? Läufer E6? Nee, ne? Ich will den Läufer haben. Okay, jetzt kann ich aber da nehmen und da nehmen. Ich nehme einfach mal. Läufer F3 ist eine Idee. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich besser stehen würde. Vermute ich mal, weil er sehr aktiv steht. Was heißt sehr aktiv? Läufer F3 ist schon eine Drohung, oder? Läufer F3, GF3, Dame F5, so. Läufer G5 geht zum Beispiel nicht wegen Läufer F3, würde ich sagen. H4, Läufer F3. Nee, das ist Bullshit. Läufer B1 ist eine Idee, sehe ich gerade. Kommt trotzdem Läufer F3, GF3. Dame C4. Turm E4. Kann ja nicht schlecht sein. Denkt er ewig nach. Er denkt über Läufer E6 nach. Fe6, Dame E6, aber König A8 geht einfach. Er geht einfach dahin. Was ist mit H5? H5 lenkt die Dame ab und ich kann auf E4 nehmen, oder? Und wir probieren es. Idee ist, wenn er nimmt, ich nehme und dann kann ich da nehmen. Es gibt aber Springer G, nee, Springer G5, Läufer G5. Auf Läufer B1 kommt Läufer F3, das ist die Idee. Und Springer G5 kommt der. Der einfach. Er hat Läufer B1, aber ich habe Läufer F3 dann als Zwischenzug. GF3. Den. Er kann auf G6 nehmen am Ende, das ist aber egal. Was überlegt er? Er muss doch hier nehmen. Hä? Was ist das denn? Wieso nimmt er nicht? Ja. Ja, was hat ihn das jetzt gebracht? Egal, egal, egal. Ich habe eine Minute. Ganz ruhig bleiben. Was mit Springer B3? Geht nicht. Turm D1 ist ein logischer, Turm D8 ist logisch hier. Ne? Ja. Mit solchen Ideen. D-Linie besetzen. Ich habe doch eine Figur mehr, oder nicht? Ja, habe ich. Noch nicht mal für den Bauern. Für gar nichts. Das droht erstmal nichts. Ich kann hier nehmen jetzt sogar. So, er passt nicht auf. Ich will F5 spielen. Was überlege ich so lange? Einfach F5, Mann, ey. Darf nie auf Zeit verlieren. Er droht nichts. Bleib ruhig.
Ja, auf Zeit gewonnen. Meine Güte, dass ich auf Zeit, dass ich das so, dass ich mich so schwer tue am Ende, in der ganzen Figur mehr. Jigu, Jiguil, danke für den Sub. Das ist unglaublich. E5, noch nie gesehen. Okay, die Eröffnung ist nicht gut, die er spielt. Ich dachte, er nimmt hier raus, aber dann wollte ich den machen. So, so, so und dann irgendwie so. Und sowas geht nicht. Ja, dann haben wir wieder H5 hier die Ablenkung, ne? Er hat den gemacht, ganz schnell. So. Hier steht einfach klar besser, aber vom Bauern mehr. Und H5 ist hier auf jeden Fall ein Ausheber. Ich gewinne hier einfach eine Figur. Jetzt macht er den, den. Jetzt macht er Dame H3. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Warum mache ich nicht Dame D5 hier? Hier hatte ich noch eine Minute und komm trotzdem. Hier, 17 Sekunden für Turm D8. Er stellt ein, alles ein irgendwie. Und ich tue mich so schwer. Ich kann natürlich auch auf F4 nehmen. Ist jetzt nicht so schwierig zu sehen. Aber da hatte ich schon wieder 13 Sekunden noch. Na gut, letztendlich war es immer gewonnen, aber natürlich unnötig. Ja, ich will nicht sagen kompliziert gemacht, aber unnötig dramatisch vielleicht. Egal.